Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Seit sehr langer Zeit, immerhin 2 Jahren, endlich mal wieder neues Video. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für diese lange, lange Pause und Zeit, die jetzt nichts von mir gekommen ist. Ich hatte ja ursprünglich angekündigt, dass ich den Kanal einstellen werde und keine neuen Inhalte mehr poste. Das hat sich jetzt aber geändert, einfach weil es ja, zwei Gründe. Also einmal, es wäre viel zu schade drum, die ganzen Videos, die jetzt hier schon online gekommen sind und auch die Tutorials zum Thema Fahrerarbeitsplatz zum Beispiel offline zu nehmen, einfach weil dann die Hilfestellung und ja, diese ganzen Inhalte der Videos nicht mehr verfügbar wären. Und viele von euch haben ja auch mich darum gebeten, dass ich das eben alles online lasse. Also dem möchte ich auf jeden Fall nachkommen. Und das andere natürlich, ihr als Community, die mich immer unterstützt habt, die mir immer Likes, Kommentare und Abos dagelassen habt, die möchte ich natürlich auch nicht verlieren und ja, die Community einfach nicht aufgeben. An der Stelle würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr weiterhin den Videos Likes gebt, wenn ihr Kommentare da lasst, auch gerne konstruktive Kritik, beziehungsweise einfach durch ein Abo diesen Kanal unterstützt und auch dafür sorgt, dass die Reichweite natürlich steigt und noch mehr Leute die Videos sehen und sich auch daran erfreuen können. Genau, das wäre sehr nett. Jetzt aber erst nochmal kurz zu den Inhalten, die ich jetzt zukünftig posten will. Einmal sind es ja, Videos zu Verkehrshistorik. Das heißt, einmal was die Straße, aber auch was die Schiene betrifft, verkehrshistorische Inhalte. Und aber auch alles, was mit dem Thema Simulation und Software zu tun hat, weil ich ja selber auch Software-Add-ons für einen Verkehrssimulator, also OMSI 2, entwickle, möchte ich da regelmäßige Updates geben, wie ja vor 2 Jahren auch passiert mit einigen Videos und euch da auch auf dem Laufenden halten. Genau. Jetzt soll es aber heute erstmal um das Thema Eisenbahn gehen, auch so ein bisschen um eine Art Lost Place sozusagen und ein bisschen Aufarbeitung der Geschichte, sagen wir mal so. Genau, und ihr seht das jetzt schon als Titelbild. Es ist nicht so erfreulich, was wir hier sehen, nämlich 6 übereinander gestapelte Uerdinger Schienenbusse, die natürlich jedem Eisenbahnfreund Tränen in die Augen treiben. Vollkommen verständlich. Allerdings, wie ist es dazu gekommen? Ich möchte euch einfach erzählen, wo ist dieses Bild entstanden, warum ist es entstanden und da so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Dazu steigen wir doch gleich mal ein und ja, es verschlägt uns in den oberbayerischen Ort Penzberg. Das ist eine Stadt, die relativ weit südlich von München gelegen ist, wie man hier sieht. Der Starnberger See ist nicht weit und die Strecke München-Garmisch-Partenkirchen. Ist eine Bahnstrecke, die von München über München-Pasing, Starnberg, Tutzing, Weilheim in Oberbayern, Murnau nach Garmisch-Partenkirchen führt. Und von dieser Strecke zweigt in Tutzing, das ist ein Ort ungefähr auf halber Höhe des Starnberger Sees, die sogenannte Kochelseebahn. Das ist eine eingleisige, elektrifizierte Strecke von Tutzing eben ab und führt über Bernried und Seeshaupt, dann Iffeldorf-Stalltach und Penzberg, dann weiter über Bichl und Benediktbeuern nach Kochel am See, also Kochel am Kochelsee. Genau, und da muss man oder sollte man vielleicht wissen, das erste Stück wurde, ich muss es mal ganz kurz spicken, ich habe nämlich da schon mal kurz was vorbereitet. Das erste Stück wurde 1865 in Betrieb genommen, beziehungsweise, ja, es gab zwei Abschnitte der Strecke, nämlich einmal das nach Penzberg, Güterbahnhof, das ursprünglich als Abtransport für die Kohle aus dem Penzberger Bergwerk vorgesehen war. Und dann später wurde die Strecke dann verlängert nach Kochel am See, weil das dann eine klassische Ausflugsbahn wurde, natürlich an den Kochelsee in der wunderschönen Umgebung. Dann hat es Sinn gemacht, die Strecke auch noch zu verlängern. Ursprünglich aber für die Industrialisierung wichtig, das Bergwerk anzubinden. Denn Penzberg ist eben ein Ort, der auf eine lange Bergwerkstradition zurückblickt und dadurch dann eben auch irgendwann zur Stadt wurde. Mittlerweile dürfte Penzberg den meisten durch Roche ein Begriff sein. Roche ist im heutigen ja, Gebiet Nonnenwald angesiedelt. Das ist eine sehr bekannte Pharmafirma, Pharmakonzern, weltweit tätig und hat eben in Penzberg einen der
ja, essentiellen Standorte. Genau, jetzt ist es so, also in Penzberg sieht man an jeder Straßenecke quasi so ein bisschen auch noch die Geschichte. Es gibt zum Beispiel im ganzen Stadtgebiet verteilt aufgestellte Denkmalloren und Denkmallokomotiven aus der Grubenbahnzeit. Dann haben wir zum Beispiel einen Stadtteil, der Heinz benannt ist, also auch ein klassischer Bergwerksbegriff. Es gibt solche Namen wie hier jetzt das Gebiet der Berghalde und das Berghaldenstüberl. Es gibt Straßennamen, die auch dementsprechend benannt sind, zum Beispiel Grube oder auch am alten Kraftwerk. Dazu kommen wir dann gleich noch. Dann zum Beispiel eine Kneipe oder ein Restaurant Berggeist. Es gab hier auch noch irgendwo, oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, wo das genau ist. Ja, jedenfalls auf jeden Fall ein Bergwerksmuseum gibt es noch extra für die Geschichte rund um den Bergbau. Also man sieht schon einige Geschichte da in Penzberg, genau. Ja, und jetzt ist es so, hier unten gibt es den Bahnhof in Penzberg. Hier einmal die Strecke, die Richtung Tutzing führt und einmal, also auch Richtung München und einmal die Strecke nach Kochel in den Süden. Dieser Bahnhof ist eigentlich per Definition der Deutschen Bahn und der Regelwerke der Deutschen Bahn kein Bahnhof mehr, weil dieses Regelwerk besagt, dass ein Bahnhof, um einer zu sein, mindestens eine Weiche braucht. Und dieser Bahnhof hat keine Weiche mehr. Dazu komme ich gleich und deswegen ist es offiziell nur noch ein Haltepunkt. Denn der besteht nur noch aus dem Bahnsteig und dem Empfangsgebäude, dem ehemaligen. Das ist aber heute auch im Privatbesitz. Dann haben wir hier eine der Hauptdurchgangsstraßen in Penzberg, die Bahnhofstraße, die dann hier die Gleise kreuzt oder das Gleis kreuzt. Dann möchte ich euch jetzt gleich mal ein paar Bilder zeigen. Genau. Und zwar, man sieht hier ganz schön, also wir haben hier das Gleis, wir haben hier rechts, wo dieses weiß-rote Gitter ist, dann rechts davon den Bahnübergang. Hier auf der anderen Gleisseite den Busbahnhof mit den Haltestellen und hier das Empfangsgebäude und links den Bahnsteig. Man sieht hier zum Beispiel das Empfangsgebäude nochmal aus der Nähe und hier gibt es eine Besonderheit und zwar die für die Region sehr, sehr untypischen Arkadenbögen. Und zwar sind die als Spitzbogen ausgeführt, die so ein bisschen an ja, ein orientalisches Aussehen angelehnt sind. Also sie schauen so ein bisschen orientalisch aus und nicht wirklich, wie man es in der Region erwartet, zum Beispiel als Rundbogen. Genau, das ist nämlich die ehemalige Wartehalle oder heute immer noch als Wartehalle benutzt. Und hier sehen wir das ehemalige Stellwerk, wo der Fahrdienstleiter von Penzberg PBF, also Personenbahnhof, drin war. Ja, sonst kann man noch sagen, hier der Bahnübergang wurde vor einigen Jahren komplett modernisiert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Der hat jetzt eine radargestützte Gefahrenraum-Freimeldeanlage, die hier verbaut ist. Bis vor einigen Jahren sah der Bahnhof noch anders aus. Und zwar, zeige ich euch direkt mal, waren auch schon elektronische Schranken, allerdings der alten Bauform, also so wie man es eigentlich normalerweise auch gekannt hat, sah eben genauso aus. Ja, und da sind wir auch schon hier auf der Seite der Bundesbahndirektion München, Doku des Alltags, eine sehr empfehlenswerte Seite für Eisenbahnfreunde, die Wert auf Fotos von vorgestern legen. Wir haben jetzt hier eine Ansicht, wo gerade ein Silberling-Steuerwagen angefahren kommt aus Richtung Tutzing. Und wir sehen hier den Bahnsteig, der kommt jetzt quasi auf den Bahnsteig zugefahren. Und merkt euch mal hier diese Weiche, die man hier sieht, die hier so rechts abzweigt. Genau, dann in der entgegengesetzten Richtung haben wir hier das Empfangsgebäude, wir haben den Bahnsteig und einen lokbespannten Zug, der da Richtung Kochel unterwegs ist. Dazu muss ich sagen, man sieht es hier dann auch ganz gut, heutzutage fahren auf der Strecke nur noch Elektrotriebzüge der Baureihe 442. Die werden durch die Werdenfelsbahn betrieben, schon seit einigen Jahren. Also lokbespannt fährt da leider nichts mehr. Genau, das sind jetzt so die wichtigsten Bilder. Wir sehen jetzt hier nochmal ein Bild Richtung Tutzing und da dann eben auch nochmal diese Abzweigung, auf die ich gleich nochmal eingehe. Und diese Abzweigung hat den Bahnhof Penzberg zu einem Bahnhof gemacht,
beziehungsweise zu einer, also Personenbahnhof, beziehungsweise zu einer Haltestelle. Das kann auch möglich sein. Das ist eine Betriebsstelle im Eisenbahnfachjargon, die ja, also eine Abzweigstelle quasi, die örtlich verbunden ist mit einem Haltepunkt, also mit einem Bahnsteig in dem Fall. Genau, ist aber im Endeffekt jetzt auch egal. Also es geht darum, dass diese Weiche eben noch bestanden hat damals. Und dann war das folgendermaßen, zeige ich euch mal auf der Karte. Also hier unten Penzberg Personenbahnhof und ihr könnt vielleicht erkennen, hier von der Hauptstrecke zweigt hier eine Weiche ab, die liegt auch noch, die ist aber schon festgestellt, die ist auch teilweise hier schon ausgebaut und dann hier ist ein Prellbock und alles ist schon verwachsen mittlerweile. Genau, die zweigt da ab und führt dann in einem Gleisbogen hier hoch, durch einen Einschnitt und über einen Fußgängerbahnübergang und über einen weiteren Bahnübergang hier und hier, nämlich über die Seeshaupterstraße und Karlstraße, hier weiter und dann hier in einem kurzen geraden Stück nochmal weiter. Dann war es so, hier ursprünglich war der Güterbahnhof in Penzberg, also Penzberg GBF. Und hier links hoch ging ein Abzweig, man sieht es hier auch noch schön, zu dieser Halle. Diese Halle, die sogenannte Leiritzhalle, ist benannt nach dem Unternehmen, was sich dann da angesiedelt hat. Die war Bestandteil des ehemaligen Kraftwerks, Dampfkraft, ja, Heizkraftwerk, wie auch immer, also auf jeden Fall Kraftwerk der Deutschen Bundesbahn, das genau auf diesem Gelände hier zu finden war. Und es sah so aus. Zeige ich euch mal hier. Also, wir haben hier einmal links im Bild den Güterbahnhof, der eben, dazu muss ich euch das jetzt mal hier kurz zeigen, der eben, man sieht es hier schön, also Penzberg Personenbahnhof, wir haben diese Kurve hier und hier fährt dann einmal ein Gleis gerade in den Güterbahnhof rein. Wir haben diesen Abzweig hier und wir haben ein Verbindungsstück Richtung Tutzing. Dieses Verbindungsstück ist eben der ältere Abschnitt und war quasi zuerst da. Das sieht man hier auch ganz schön. Muss man nochmal hier kurz vorschauen. Also wir sehen die Strecke hier von Tutzing weiter nach Penzberg Personenbahnhof. Wir sehen diesen Abzweig hier, den Gleisbogen. Und wir sehen dieses gerade Verbindungsstück, das dann hier von diesem Bahnübergang aus weitergegangen ist, geradeaus, geradeaus, auf dem, wo heute eben der Radweg entlang führt, wie es ja so oft ist, und dann hier wieder eingefädelt ist auf Höhe dieses Bahnübergangs. Genau. Es war dann so, dass der Güterbahnhof, ja, der war vor allen Dingen natürlich klar zum Güterumschlag und vor allen Dingen auch zum Abtransport der Kohle wichtig, denn hier ungefähr dahinter hat sich das Bergwerk in Penzberg befunden und hier zwischen diesem Güterbahnhof und diesem Anschluss das Heizkraftwerk oder das Kraftwerk, das Bundesbahnkraftwerk. Und da eben jetzt dieses Bild, man sieht hier links den Güterbahnhof, man sieht hier den Kohleumschlag mit Kohleverladewagen und hier dem Umschlag. Dann hier dieses Gebäude gehört schon zum Bergwerk, denn da wo unsere Kamera sich befindet, ungefähr war das Bergwerk. Und hier haben wir eben dieses riesige Bundesbahnkraftwerk. Das ist wirklich riesig, weil wenn ihr euch mal anschaut, diese Halle hier, ja, diese Halle, die sogenannte Maschinenhalle oder dann später auch Leiritzhalle, die sehen wir jetzt hier auf dem Bild. So sieht die heute aus. Man sieht hier ganz schön, hier ist ein PKW, hier links. Also die Dimension der Halle ist schon extrem. Man sieht auch dieses Tor und dieses Tor waren beide Einfahrtstore für Loks. Also hier hatten wir, also hier gab es einen Anschluss jeweils. Und diese Anschlussgleise, die hier rausgeführt haben, die sieht man eben auf der Darstellung hier ganz gut. Das ist nämlich eben dieser Anschluss, der hier dann reinläuft. Genau. Und diese Halle, also Moment, diese Halle hier, eben die ehemalige Maschinenhalle, sieht man auf dem Bild hier. Und ihr seht schon, die ist ja schon an sich sehr, sehr groß, aber dieses Hauptgebäude des Bundesbahnkraftwerks dagegen war nochmal riesig und auch der Schlot. Und man sieht auch hier zum Beispiel Freileitungsmasten und wer Freileitungsmasten schon mal gesehen hat, die sind ja an sich schon sehr, sehr groß. Dagegen, die wirken aber winzig gegen dieses Kraftwerk. Man kann sich vorstellen, wie dieses Kraftwerk die gesamte Region auch überragt hat. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal den Bayernatlas an. Eine sehr, sehr coole Seite für alle Leute, die Karten
also historische Ansichten, mal sehen möchten. Hier kann man nämlich in einem Zeitstrahl einstellen, wann man sich das Ganze anschauen möchte. Und ich bin jetzt mal im Jahr 1985 und wir sehen jetzt hier eben wieder dasselbe. Hier unten haben wir den Personenbahnhof. Wir haben hier die Strecke aus Richtung Tutzing und nach Richtung Kochel. Wir haben dieses Verbindungsstück, das damals noch bestand, und diesen Gleisbogen. Und dann haben wir hier den Bahnübergang erstmal an der Seeshaupter Straße. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ich jetzt mal auf die heutige Ansicht springe, haben wir nämlich hier wieder den Bahnübergang. Und heute führt die Karlstraße hier durch, die gab es damals noch nicht, die hat hier noch nicht durchgeführt. Ne? Aber den Bahnübergang Seeshaupter Straße gab es genauso schon. So, und dann führen diese Gleise da eben zusammen, gehen hier noch ein Stück weiter und dann kommt hier links der Abzweig zum ehemaligen Kraftwerk eben, wo wir ja hier die Maschinenhalle haben und dann die Gleise, die eben in die Maschinenhalle reingeführt haben. Das sieht man ja hier dann eben. Das ist die sogenannte Leiritzhalle. Und geradeaus die Weiterführung der Gleise in den Güterbahnhof. Und hier dann eben das Bergwerk. So, das erstmal dazu. Und jetzt muss man noch wissen, dass der Güterbahnhof und das Kraftwerk und dieses Verbindungsgleis hier schon früher stillgelegt wurden. Also schon mit Ende des Bergbaus in Penzberg wurden der Güterbahnhof, das Bundesbahnkraftwerk und dieses Verbindungsstück stillgelegt. Und erst später wurde dieser Gleisbogen und dieses kurze Stück und dieser Abzweig hier zur Maschinenhalle stillgelegt. Die Maschinenhalle gibt es ja bis heute. Dieses Stück hier, also diesen Anschluss, gibt es allerdings seit ungefähr 2009 nicht mehr, weil er da stillgelegt wurde. Und ich habe da noch ein Video vorbereitet, wo man 2003 wurde das aufgenommen, die Anschlussbedienung vom Personenbahnhof über diesen Anschluss hier, über den Bahnübergang. Und diese zwei Gleise, man hat hier an dieser Stelle noch zwei Gleise übrig gelassen, über den Anschluss dann bis zur Firma Leiritz sieht. Genau. Und eben in diese Maschinenhalle ist dann irgendwann die Firma Leiritz eingezogen. Da gibt es noch eine Homepage, die online ist, die Elisabeth Leiritz GmbH. Die ist allerdings schon eingestellt. Man sieht es hier auch, die Produktion endet zum Jahre 2013. Die Gleise und die Gleisanlagen und diese Außenstelle von Leiritz in der Maschinenhalle, die wurde allerdings ja eben schon ein bisschen früher aufgegeben. Und hier im Impressum sieht man auch, es handelt sich ja hier um die hauptzentrale Mauerkircher Straße 73 in München. Interessant ist aber auf jeden Fall, dass die Homepage immer noch zur Verfügung steht. Und die sieht ja auch schon ein bisschen altertümlich aus. Genau. Dazu passend habe ich hier noch einen Beitrag gefunden, Elisabeth Leiritz GmbH. Die konnte eben bereits 73 in die ehemalige Maschinenhalle des Dampfkraftwerkes Penzberg der Deutschen Bundesbahn einziehen. Und seitdem war die Firma dort. Und warum die Firma Leiritz einfach den meisten Eisenbahnfreunden schon ein Begriff sein dürfte, ist der Fall, weil sie eben sehr bekannt waren dafür, dass sie Loks der Deutschen Bundesbahn, also Triebfahrzeuge und Züge einfach hinüberführt haben und dort in die Einzelteile zerlegt haben bzw. neu aufgearbeitet haben. Das steht hier auch, aufgearbeitet oder zerlegt. Und die Stapel aus Schienenbussen oder V200 im Hallengebäude dürften fast jedem Eisenbahnfreund bekannt sein. Dann haben wir hier noch eine ganz genaue Auflistung der Fahrzeuge, die da aufgearbeitet oder zerlegt wurden. Und dazu passend eben das Titelbild, wo man so ein trauriges Bild sieht von Schienenbussen, die anscheinend ausgemustert worden sind. Jetzt gehen wir mal. Puh, gute Frage. Das Bundesbahnkraftwerk, genau, das haben wir gesehen. Drehscheibe online. Hier haben wir auch noch mal ein paar Bilder. Das ist vielleicht nicht schlecht, genau. Also hier sehen wir den. Ach nee, genau, ich zeige euch erst noch mal kurz den Güterbahnhof hier. Jawohl, genau. Also, wir haben ja gesagt, hier ist der Güterbahnhof gewesen. Und da haben wir jetzt hier eine Ansicht von 1989, wo man in Richtung der Gleisenden schaut. Also hier vorne sind die Gleisenden, hier quasi. Hier ist noch ein Güterschuppen. Und hier dahinter unmittelbar war das Bergwerk und links, hier auf der linken Seite, dann das Bundesbahnkraftwerk mit Anschluss. Und wenn man jetzt in die entgegengesetzte Richtung schaut, dann sieht man hier wieder den Güterschuppen. Und hier vorne, vielleicht könnt ihr es erkennen,
ganz leicht sind die Schranken zu sehen des Bahnübergangs an der Seeshaupter Straße, also diesem hier. Das heißt, wir stehen jetzt ungefähr hier und schauen nach da. So, dann ist es so, man sieht ja hier diesen Turmmast. Und wenn man sich den jetzt mal kurz merkt, gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist der nochmal. Das heißt, wir schauen jetzt quasi auch wieder in die entgegengesetzte Richtung. Hier haben wir den Güterbahnhof. Und hier links haben wir eben diesen Abzweig, der da hoch zu dieser Leiritzhalle, zu dieser ehemaligen Maschinenhalle des Bundesbahnkraftwerks führt. Also da, also hier wurden quasi die Lokomotiven, Wagen, Triebzüge, alles Mögliche hin überführt, die eben Leiritz zugeführt wurden zum Ausschlachten oder zum Reparieren. Genau, und besonders bemerkenswert sind natürlich die kantigen Schienenstöße, das steht ja hier auch, weil das schon sehr krass ist, ja. Genau, dieses Gleis, was man da gerade gesehen hat, das führt dann eben hier wieder auf dieses Gleis zurück oder auf diese Gleise. Und wir schauen ja jetzt ganz geradeaus, hier haben wir den Bahnübergang an der Seeshaupter Straße, eben hier. Und wir schauen jetzt auf diesem Bild komplett geradeaus durch und wir sehen hier dieses Stück, müssen wir mal hier oben schauen, genau dieses Stück sehen wir jetzt hier, was hier geradeaus Richtung Tutzing geführt hat. Das eben damals schon 1989, da wurde ja dieses Bild gemacht, schon nicht mehr in Betrieb war, weil man sieht hier dieses Schwellenkreuz und die Wärterhaltscheibe. Das heißt, damals war dieses Gleis schon nicht mehr befahrbar, 1989. Genau, und über diesen Bahnübergang hier links, eben an der Seeshaupter Straße, wurde dann anschließend in einem Linksbogen Richtung Penzberg Personenbahnhof gefahren. Das ist eben dieser Linksbogen hier, der dann da Richtung Penzberg Personenbahnhof führt. Genau. Das erstmal dazu. Hier oben, das haben wir eigentlich gesehen. Genau. Genau. Jetzt zeige ich euch mein Video, das Gott sei Dank noch auf YouTube verfügbar ist. Und ich hoffe, dass es das auch noch lang sein wird. Und andernfalls habe ich das jetzt hier mal als Zeitdokument quasi gesichert. Ich kann den Ton auch anmachen, wobei wir den eigentlich nicht brauchen. Ich lasse ihn mal aus. Genau, und das Schöne ist, hier sieht man echt so ein paar Besonderheiten. Also einmal, jetzt haben wir hier die Kamera, das Video ist aufgenommen 2003, wir haben jetzt hier die Kamera mit Blick auf den Bahnübergang an der Seeshaupter Straße. Ich zeige euch mal genau wo. Die Kamera steht jetzt ungefähr hier und schaut Richtung hier, also Richtung Preunitz-Rieder Weg. Man muss dazu sagen, hier gab es einen Bahnübergang, der nicht technisch gesichert war, also nur mit Andreaskreuzen. Und dieser Bahnübergang hier hatte mechanische Schranken. Vier mechanische Schranken und hier freistehende Schrankenkurbeln. Also die waren wirklich freistehend, nicht überdacht und auch nicht großartig gesichert, außer mit einem Schloss. Und hier eben diese vier Schrankenbäume, weil diese Kreuzung schon ziemlich breit ist. So, also man sieht hier diesen nicht technisch gesicherten Bahnübergang, hier geht dann der Preunitz-Rieder Weg drüber und hier fängt dieser Gleisbogen hinten an, einmal rumzulaufen, eben hier durch diesen Einschnitt und dann Richtung Personenbahnhof. Ja, machen wir ein bisschen Ton an. Hier stehen wir jetzt an der Stelle, Karlstraße, so an dieser Hecke hier und schauen gerade hier vor, wo der Bahnübergang geschlossen wird. Und man sieht dann da einen TF, einen Lokführer, der diesen Güterzug, der jetzt gleich kommt, fährt mit einer 218er, der geschoben ist, eine geschobene Rangierfahrt und an der Spitze einen Rangierbegleiter, der dann später noch eine Weiche umlegt. Genau. So, einmal die Schranken runter. Und jetzt springen wir hier mal weiter. Ja, sollte gleich kommen. Jetzt, genau. Jetzt stehen wir immer noch an der gleichen Stelle, haben uns aber ein bisschen gedreht und jetzt schauen wir hier genau Richtung Preunitz-Rieder Weg, also diesem unbeschrankten Bahnübergang hier. Und die Besonderheit, ihr seht schon, ist ein hochstehendes, alleinstehendes Formsperrsignal, das hier noch steht, dazwischen. Das heißt, es steht quasi hier. Wenn man also aus Richtung Penzberg-Personenbahnhof kommt, fährt man auf dieses vom Sperrsignal zu. Ich vermute, dass es ein Überbleibsel des Güterbahnhofs ist, denn wenn man hier mal auf dieses Bild schaut, von 1989, dann sieht man den Bahnübergang und sieht dieses hohe Vormsperrsignal hier auch schon. Das heißt, es gab es schon. Und ich schätze einfach, dass es
dazu gedacht war, dass wenn Fahrten aus Richtung Personenbahnhof kamen, dass die erstmal hier warten mussten, bis man eben SH1 bekommt, Fahrverbot aufgehoben und den Güterbahnhof befahren darf. Das Kuriose ist aber jetzt hier, dieses Signal ist offensichtlich nicht ausgekreuzt, also nicht ungültig gemacht und zeigt trotzdem SH0, also Halt, Fahrverbot, diesem Güterzug, der jetzt gerade angefahren kommt. Und wir haben hier eindeutig auf der Rückseite die Rückseite des Signals SH0. Das heißt, dieses Signal zeigt eigentlich an, die Rangierfahrt müsste halten und er fährt trotzdem drüber. Es gibt da sicherlich eine Regelung, beziehungsweise hat er sich nochmal die Zustimmung quasi geholt, dass er drüber fahren darf. Ist aber nur so ein bisschen interessant und witzig hier, wenn man drauf achtet. Genau, jetzt kommt der Zug hier, die Rangierfahrt angeschoben. Interessant an diesen Schrankenbäumen ist, dass da kein Unterlaufschutz dran ist, wie ja sonst recht oft. Allerdings ist es mit Sicherheit auch dem geschuldet, dass hier keine hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Genau, und da schiebt er jetzt seine Wagen drüber. Ich gehe mal ein Stück vor, da kommt die Lok hinterher. Und jetzt ist ganz schön zu sehen, der TF fährt den Zug. Und jetzt haben wir einen Rangierbegleiter, der im Hintergrund die Schranken wieder aufkurbelt. Deswegen gehen die auch jetzt schon wieder hoch. Die Schrankenkurbeln befinden sich nämlich genau hinter der Lok jetzt. Die stehen genau hier am Eck dahinter. Das sehen wir gleich. Gehen wir noch ein Stück vor. So. Genau, und hier sieht man es jetzt. Also die gleiche Stelle quasi hinter der Kamera ist der Bahnübergang. Und hier haben wir die Schrankenkurbeln direkt und den Zug mit Lokführer. Und hier läuft der Rangierbegleiter. Der läuft jetzt hier vor und stellt dann die Weiche um. Interessant ist diese Stelle hier. Ist jetzt hier aufgenommen, von hier aus nach hier geschaut. Und dieses gerade Stück hier war ja ursprünglich der Zulauf zum Güterbahnhof. Und man hat dann dieses eine Anschlussgleis nach hier oben gelassen und noch ein zweites Ausweichgleis mit einer Weiche. Das hat man noch gelassen bis zuletzt, bis 2008, 2009. Und dann hat man die eben auch stillgelegt. Und diese zwei Gleise sieht man jetzt hier gleich. Wenn man jetzt, er zoomt jetzt gleich hier ran. Gehen wir noch ein Stück vor. Genau, hier sieht man die gleich. Er stellt jetzt schnell auch die Weiche um. So. Und jetzt sieht man hier ganz eindeutig, okay, hier kommt noch ein zweites Gleis dazu. Hier links, wo dieser Radweg ist, den gab es ja damals schon. Den gibt es heute immer noch. Rechts davon verlief dieses eine Anschlussgleis und dann hatte man hier eine Weiche, wo man noch darüber ausweichen konnte. Und hier sieht man es dann auch, wenn er ranzoomt. So sieht man dieses zweite Gleis. Wenn man jetzt hier geradeaus weitergefahren wäre, wäre man direkt in den Güterbahnhof gekommen und dahinter dann das Bergwerk und hier links davon nochmal ein zweites Gleis, was dann beides hochläuft, links Richtung ehemaligen Kraftwerk, Leiritzhalle. Genau, und jetzt fährt er da hoch. Ich vermute, dass er einfach gefahren ist wegen mit diesen leeren Wägen als Abtransport für die Schrottteile, die sie nicht mehr gebraucht haben. Genau, und dann im Weiteren hat er hier nochmal ein bisschen gefilmt. Da sieht man die Leiritzhalle. Also wir erinnern uns, das ist diese Halle hier mit dem markanten Anstrich, die er einfach durch den Zaun des Geländes gefilmt hat. Und man sieht da auch wieder gerade die Rangierfahrt reingeschoben wird. Und es ist so, also es gab hier eine Werksgrenze quasi oder eine Grundstücksgrenze von Leiritz. Es war ein recht großes Gelände außenrum, wo hier dann alle möglichen Loks und so weiter standen. Das zeige ich euch dann gleich noch. Und hier hatte man eine Begrenzung, hier war ein Werkstor, das da auch bis zuletzt stand. Es ist nämlich so, ich war 2011, als ich 11 Jahre alt war, durch Zufall mal in Penzberg und habe damals natürlich nicht gewusst, dass die Strecke gerade erst frisch stillgelegt war, weil die war zu dem Zeitpunkt ja noch keine 5 Jahre stillgelegt. Und habe einfach aus Interesse ein paar Fotos gemacht. Die zeige ich euch jetzt gleich. Wie gesagt, sie war noch nicht lang stillgelegt. Man hat noch einiges gesehen. Zum Beispiel habe ich dieses Werkstor noch gesehen. Ich habe noch hier ein paar Schilder gesehen, die hier im Gebüsch standen. Also sehr interessant. Das kann ich eigentlich gleich als nächstes machen. Ja, genau. Ich zeige euch jetzt gleich mal die Bilder. Und zwar fangen wir chronologisch an. Ich habe gestartet damals an diesem Standpunkt, also hier gleich der Personenbahnhof. Ich habe hier gestartet. So, und dann schauen wir uns das mal an. Bild Nummer 1.
Wir schauen in einem Linksbogen Richtung Personenbahnhof, der dann hier vorne links ist. Man sieht die Strecke, also einerseits, ich war im Frühling unterwegs, das war natürlich super, ein super Zufall, dass damals noch nicht viel Bewuchs über der Strecke war. Und dann schauen wir mal hier weiter. Genau, hier haben wir den Bahnübergang, diesen Fußweg. Ich zeige euch den gleich nochmal. Das ist dieser Fußweg hier. Genau, dieser Fußweg. Was wir hier sehen ist, also hier geht es wieder Richtung Güterbahnhof geradeaus. Hier sieht man ein Signal, ein Langsamfahrstellen-Ankündigungssignal. Also das kündigt eine ständige Langsamfahrstelle an, auf der man eben nur 20 km/h fahren darf. Das Besondere ist, dass einerseits dieses Signal noch stand. Normalerweise werden solche Schilder recht schnell auch entwendet. Tatsächlich, ein paar Jahre später bin ich dann nochmal an die Stelle gekommen und habe dieses und auch andere Signale und Schilder nicht mehr gefunden. Das Besondere an dem Signal ist, dass es... Ah, das war jetzt nicht gut. Wo habe ich das denn hingetan? Ach, hier ist es. Ach so, ich habe das verwechselt. Ach so, ich habe die Zahl falsch eingegeben. Blöd. Naja. So, also, dann machen wir es halt so. Genau, hier haben wir nämlich das Signal, sehen wir es nochmal in Nahaufnahme. Einerseits natürlich emailliert und die meisten ja, Stellen sind schon von Rost durchfressen. Andererseits gibt es da eine Besonderheit und zwar ist da eine DIN-Schrift in der Fassung von 1936 drauf. Das heißt, man kann darauf schließen, dass es ein sehr, sehr altes Schild ist. Also das steht da wohl schon recht lange. Genau, dann geht es jetzt hier weiter. Also wir sehen jetzt hier nochmal diesen Fußgängerüberweg von der anderen Seite und hier geht es wieder Richtung Personenbahnhof. Dann liegt hier ein Metallteil, von dem ich nicht weiß, was es ist, im Gleis. Hier sieht man nochmal den Fußgängerüberweg von ein bisschen weiter weg quasi. Auch wieder hier oben Richtung Personenbahnhof. Hier ganz gut zu erkennen war damals noch die Verfärbung von den Stellen, wo die Schwellen lagen und die Schienen und alles, was hell ist, wurde quasi von der Witterung ja, hell gewaschen sozusagen und auch von der Sonne natürlich ausgeblichen. Ja, hier dann nochmal der Blick zurück. Und hier ganz interessant, also es gibt hier links und rechts so einen kleinen Graben, wo man ein bisschen, ja, wo sich ein kleines Rinnsal drin bilden kann, also so eine Art kleinen Bahndamm. Und damals hat man das so gemacht, um diesen Bahndamm zu stabilisieren, hat man Betonfundamente gegossen und da rein ein Stück Schiene, also das dann richtig tief reinging, rein betoniert, sodass man dadurch den Bahndamm stabilisieren konnte, dass der Schotter nicht weggerutscht ist in dieses kleine Rinnsal oder in den kleinen Abhang und so weiter. Und diese Teile findet man an der Strecke noch oder fand man an der Strecke noch relativ oft. Das seht ihr auch gleich noch. Genau, hier zum Beispiel wieder eins, hier auch nochmal diesen kleinen Bahndamm. Dann geht es hier wieder mit dem Blick zurück, auch wieder ziemlich bewachsen an der Stelle. Hier haben wir nochmal so ein Rinnsal, hier auch nochmal so ein Bahndamm. Dann hier wieder der Blick zurück und hier sind wir schon ein deutliches Stück weiter. Ihr seht hier diese Fichten, wenn wir uns das mal auf Google Maps anschauen, sind wir jetzt von diesem Fußgängerüberweg schon ein deutliches Stück weiter nach Norden gewandert, wo diese Fichten stehen, also ungefähr hier. Dann schauen wir nochmal weiter. Hier lag dann ein Pfosten, so ein typischer Betonpfosten, an dem Signale und Schilder festgemacht sind. Meine Vermutung ist, dass an der Stelle die Anfangtafel festgemacht war für die 20 km/h, die angekündigt wurden, die ständige Langsamfahrstelle, dass das die Anfangtafel war dazu. Ist aber natürlich nur eine Vermutung. Es kann genauso gut eine Pfeiftafel gewesen sein für den folgenden Bahnübergang, weil man ja hier dann diesen Bahnübergang Bräunitzrieder Weg hatte, der ja nicht technisch gesichert war. Und dafür eine Pfeiftafel aufzustellen, ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber das sind nur Vermutungen. Hier haben wir den Pfahl nochmal, wie er da umgekippt liegt und wie hier die Strecke in diesem Linksbogen Richtung Personenbahnhof weiterläuft. Hier auch nochmal ein Blick zurück. Und jetzt sind wir hier kurz vor dem Bahnübergang an dem Bräunitzrieder Weg. Der ist da vorne auf Höhe des blauen Autos. Da ist dieser kleine Weg gewesen mit den Andreaskreuzen. Und hier eine Pfeiftafel im Gebüsch. Zusätzlich noch eine Pfeiftafel.
Die war damals auch noch sehr gut erhalten, aber jetzt, als ich vor ein paar Jahren nochmal da war, leider auch nicht mehr vorhanden. Ja, dann hier der Blick zum Bahnübergang eben Bräunitz-Rieder Weg, der von hier links nach unten führt. Dann haben wir hier im weiteren Verlauf den Bahnübergang Seeshaupter Straße, also den, wo diese vier großen Schlagbäume standen. Und relativ genau hier waren die Schrankenkurbeln gestanden. Und dann im weiteren Verlauf ging die Strecke eben hier geradeaus weiter Richtung Güterbahnhof. Schauen wir uns direkt an. Hier nochmal der Blick zurück an der Stelle. Man sieht, hier oben kommt eben der Bräunitz-Rieder Weg und hier hat man schon einen deutlichen Einschnitt, einen deutlichen Bahndamm. Das an der Stelle, da war es auf jeden Fall gut, auch das Ganze nochmal zu befestigen mit diesen Betonfundamenten. Genau, hier nochmal. So, und das ist jetzt der Blick. Jetzt stehen wir auf dem Bahnübergang Bräunitz-Rieder Weg, das heißt an dieser Stelle und schauen in diese Richtung, wo damals eben die, wenn ihr euch gerade erinnert, die 218er mit den Wagen da entlang gefahren ist. So sah das dann aus. 2011 heißt, man sieht hier den Bahnübergang, Seeshaupter Straße und hier deutlich noch erkennbar das Schotterbett. Und hier bei dem Schotterbett rechts auch nochmal eine Abstützung, dieses Mal durch eine Metallspantenwand oder wie auch immer man das nennt. Was man auch gut sieht, diesen Radweg, Fuß- und Radweg gab es natürlich auch schon zu Zeiten des Videos. Und wenn ihr euch erinnert, hier ging ein Gleis direkt links hoch zum Kraftwerk und noch ein zweites auch links hoch dann mit einer Weiche. Und hier an der Stelle eben geradeaus wäre der Güterbahnhof gewesen. Genau, das glaube ich soll es gewesen sein zu den Fotos. Jawohl. Und das sind eben Fotos, die 2011 sehr zufällig entstanden sind und die ich jetzt nochmal rausgeholt habe, weil sie einfach gut zum Thema passen. Ja, jetzt nochmal zu Leiritz an sich noch ein paar Bilder. Also einmal sehen wir jetzt hier nochmal, wir sind im Güterbahnhof. Wir schauen wieder vor Richtung dem Bahnübergang Seeshaupter Straße, den ihr da seht mit den Schranken. Links dann wieder der Bogen zum Personenbahnhof und ein sehr, sehr verworfenes Gleis hier. Hier steht ein ehemaliger Trans-Europ-Express und hier hinter diesem Trans-Europ-Express, dieser Masten hier, steht genau an dem Gleis hoch zur Leiritzhalle. Genau. Ja, hier sehen wir die Leiritzhalle auch nochmal und die Reste des Bundesbahnkraftwerks, die schon abgerissen worden waren und ein Trans-Europ-Express, der nochmal davor liegt. Das war im Sommer 1986. Ja, dann haben wir hier auch noch mal so ein bisschen das Firmengelände. Da sieht man auch eine alte Lok stehen. Im Penzberg Personenbahnhof ein Übergabezug, weil ihr müsst euch ja vorstellen, die Züge, die dadurch, dass man sich dieses Gleis hier, dass man dieses Gleis hier rausgerissen hat, dieses Verbindungsgleis, musste man ja, wenn man Leiritz bedienen wollte, am Schluss mit einem Zug hier erstmal über diese Weiche rübersetzen, hier rausfahren und dann wieder hier einscheren. Und genau so ist es eben in diesem Bild passiert, dass da diese Übergabe erstmal Penzberg Personenbahnhof passieren musste und dann wieder zurücksetzen konnte in das Leiritz Übergabegleis. Und da haben wir den Bahnübergang Seeshaupter Straße nochmal mit den gerade sich senkenden Schlagbäumen. Ja, hier haben wir es auch nochmal genau, wie sie da gerade den Bahnübergang passieren. Und hier haben wir diese zwei verbliebenen Ausweichgleise und den links daneben verlaufenden Fuß- und Radweg. Ja, dann hier das Firmengelände, die Leiritzhalle mit diesen zwei Toren, die wir ja auch auf dem Bild nochmal super sehen. Das ist das hier und das hier. Und hier eben das Firmengelände, die Grenze und das Tor, das dann links daneben war. Das Ganze nochmal aus Führerstandsperspektive mit diesen beiden Toren in der Leiritzhalle, in der ehemaligen Maschinenhalle. Ja, und dann, um die Dimension nochmal zu verdeutlichen, sieht man hier eine V100, die gerade in diesem Toreingang steht. Und man sieht, im Vergleich zur Halle wirkt die Lok winzig, obwohl die Lok an sich ja schon mächtig ist. Hier auch nochmal. Ja, und dann hier noch ein paar Bilder, wo schon eindeutig viele Loks auf dem Abstellgleis stehen und hier liegt schon verkehrt rum eine Altbau-E-Lok, der Führerstand. Genau, also
Da gibt es tatsächlich sehr viele Fotos dazu. Hier haben wir genau das Werkstor, die Einfahrt in das Gelände und hier dann eben die Halle. Und hier diesen Abzweig, den man auch auf dem Foto hier ganz gut gesehen hat. Das ist eben diese Masten hier, als die noch, ja, als die Oberleitungsmasten quasi noch, die Ausleger noch dran waren, sah das eben genau so aus. Das ist eben dieser Masten hier mit diesen Streben, ist dieser Masten. Ja, da hat dann die Oberleitung aufgehört und dann ging es hoch zur Leiritzhalle. Genau. Dann kann ich euch hier noch ein paar Bilder auf Google zeigen. Also hier sieht man die Halle mal von innen. Auch ganz interessant, sieht heute immer noch so aus. Also da wurden auch lange Zeit Fahrzeuge reingestellt. Also die Dimension ist schon gewaltig, wenn man sich diesen LKW hier mal anschaut und im Vergleich dazu diese riesengroße Halle. Dann haben wir hier nochmal so ein paar Bilder von ganz vielen Schrottteilen. Wir haben hier einen Trans-Europ-Express, der vor der Halle steht und auf die Verschrottung wahrscheinlich wartet. Einen Kran gab es in dieser Halle für Lokomotiven. Man sieht, das sind ja auch enorme Lasten, die da bewegt werden. Also Wahnsinnsdimensionen einfach. Ein Eierkopf, der hier begraben unter ganz viel Schrott liegt. Dann die Stapel von V200, die ja auch schon angesprochen wurden. Die Halle an sich nochmal, wie sie dann aussah. Dann haben wir hier nochmal so V200s. Auch mal eine V160. Lollo hat sich verirrt aufs Gelände. Diesen Stapel finde ich besonders, besonders krass, einfach weil nicht nur V200, sondern sogar noch Uerdinger Schienenbusse oben drauf stehen und die Halle ist immer noch nicht voll. Dann auch hier nochmal der Stapel ein bisschen von weiter weg. Ja, also es gibt hier grauenhafte Bilder sozusagen, noch und nöcher zu sehen. Ich denke, das sollte fürs erste Mal reichen. Hier nochmal einen richtigen Stapel und das finde ich auch krass. Also eine Köf, die schon komplett, oder auch hier noch eine Köf, die komplett schon eins mit der Natur geworden ist. Hier sieht man die Leiritzhalle mal mit dem ursprünglichen Schriftzug. Den findet man heute nicht mehr. Hier auch nochmal eine ganze Reihe von V200 und hier nochmal V100, die Führerstände, wie sie dann einfach dastehen. Genau. Also man kann sich hier wirklich ziemlich durchklicken, da gibt es einige Fotos zu entdecken, auch hier nochmal eine Köf zum Beispiel, wie sie da steht. Ja, ist ein Thema, Leiritz ist ein Thema, das in der Eisenbahnwelt, glaube ich, schon sehr, ja, viel diskutiert ist. Jedenfalls, als allerletztes genau, wollte ich euch noch einen Ausblick in die Zukunft geben. Das finde ich aber auch genial, die zwei Köfs, die da rumstehen. Ein Ausblick in die Zukunft und zwar, was soll denn aus dem Gelände werden? Und da ist es natürlich auch noch nicht so 100% sicher, wie es dann tatsächlich aussehen wird. Fakt ist aber, es gibt diese Homepage hier, Stefan Jocher, und man sieht hier Bilder des aktuellen Zustands. Ganz klar erkennbar ist, dass hier unten dieser Bereich ist komplett geschlossen. Da gibt es keine Fenster etc. Und hier oben gibt es einen Dachaufbau, so eine Art Lüftergitteraufbau. Und merkt euch das mal und jetzt schauen wir uns mal an. Also so sieht die Halle jetzt aktuell von innen aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das mal werden soll. Und zwar so, das Dach, also dieser Lüfteraufbau soll komplett als Dachfenster ausgeführt werden. Und diese untere geschlossene Wand soll ja, mit Toren versehen werden, denn es soll so eine Art kombinierte Feuerwehrstation und Multifunktionsgebäude entstehen. Das sieht man hier in dem Seitenquerschnitt ganz gut. Hier unten sollen die Feuerwehrautos Platz finden und ansonsten soll hier Raum für Büros, Wohnungen, so wie ich das sehe, Veranstaltungsräume, Fitnessstudio und so weiter entstehen. Also eine sehr kreative Idee, finde ich, und vor allen Dingen schön, dass dieses letzte Relikt des Bundesbahnkraftwerks nicht auch noch abgerissen wird, sondern dass es wenigstens einer weiteren Nutzung noch zugeführt werden kann. Und ja, klar, es ist auch schade, dass man das Gebäude schon so verändern will. Allerdings, ich finde es trotzdem schön, dass es weitere Nutzungspläne gibt und dass es, wie gesagt, nicht abgerissen wird. Genau, denn das ist tatsächlich das letzte Relikt dieser ganzen Eisenbahnzeit in Penzberg, die ja letztendlich dem Bergbau entsprungen ist. Und ihr seht jetzt nur noch mal kurz zur Verortung diese ehemalige Maschinenhalle und dieses markante Gebäude mit diesem Giebel hier. Und wenn man sich nämlich dieses Bild von ganz am Anfang noch mal anschaut, Bundesbahnkraftwerk, Maschinenhalle, und hier haben wir nämlich genau dieses Gebäude, das gab es damals schon.
Also alles, was ihr hier seht, gibt es nicht mehr. Es gibt wirklich nur noch die ehemalige Leiritzhalle, die jetzt hoffentlich einer besseren Zukunft entgegensieht. Genau. Ja, in diesem Sinne, ich springe mal zurück zum Ausgangsbild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Infos abgreifen. Ich habe versucht, wirklich so genau wie möglich zu recherchieren und aus dem Wissen, was ich schon hatte und dem, was ich heute dazu gewonnen habe, nochmal das Beste zu machen. Ja, und in dem Sinne würde ich mich sehr freuen über ein Abo, beziehungsweise Likes der Videos. Hinterlasst mir Kommentare, teilt das Ganze, es würde mich wirklich sehr freuen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.